Weiter geht's mit Teil 2 der dreiteiligen Videoserie. Im letzten Teil habe ich ja den Wachsauftrag im unteren Bildteil mit den zwei Blautönen und dem transparenten Wachs gemacht. Jetzt arbeiten wir mit Shellac, und zwar dem hellen Shellac von Astra habe ich hier und den weißen Pigment Drops. Den Shellac färbe ich jetzt damit ein. Das funktioniert super gut. Also wichtig ist, nicht mehr wie 8% von dem Pigment zugeben. Und das trage ich jetzt gleich mit dem Schwamm auf den unteren Teil des Bildes auf. Der günstigste Weg ist für mich hier einfach ein Haushaltsschwamm, weil danach kann man den Schwamm entsorgen. Der wird also durch den Lack natürlich ganz fest. Oder wenn ihr kleinere Stücke habt, also kleinere Bildteile, dann könnt ihr euch den Schwamm einfach in Streifen schneiden. Ich trage das jetzt gleichmäßig auf und wichtig ist einfach, dass ihr es dann mindestens so 15 bis 20 Minuten trocknen lasst. Also der Shellac sollte trocken sein. Und jetzt ganz wichtig, bitte arbeitet mit Maske. Das ist sehr giftig, wenn ihr Dämpfe einatmet. Also mit Maske jetzt diesen Shellac sozusagen abrennen. Das heißt, das Wachs schmilzt jetzt und dadurch entstehen diese wunderschönen Zellen im Wachs. Und der Shellac bleibt sozusagen als Glanzschicht obendrauf. Also ich finde diese Effekte einfach wunderschön. Das Bild ist 2 Meter lang und dadurch braucht man natürlich schon eine gewisse Zeit, bis man alles bearbeitet hat. Aber der Effekt ist wirklich wunderschön. Und ja, ich kann das Bild jetzt so lassen oder ich kann an dem Bild weiterarbeiten. Sieht toll aus, oder? Aber wir machen natürlich noch weiter. Also, es bleibt spannend bis zum Teil 3.